Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt war ein preußischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann. Als Bildungsreformer initiierte er die Neuorganisation des Bildungswesens im Geiste des Neuhumanismus, formte das nach ihm benannte Humboldtsche Bildungsideal und betrieb die Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Die Zitate: Der Mensch bildet sich nur, wo er Freiheit hat. Bildung ist der Kreis, den die Wissenschaft um die Kunst zieht. Die vollkommene Bildung ist erst am Ziele des Lebens. Das Wesen der Sprache ist, Gedanken mitzuteilen. Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Äußerung von Gedanken, sie ist der Gedanke selbst, der unser Denken und unser Verständnis der Welt formt. Abonnieren Sie den Kanal und Sie werden glücklich sein.